Truth or Lie? Da sind schon die ersten Trash-Talks unterwegs. Truth or Lie spielen wir. Ich stelle 5 Behauptungen auf. Ihr sagt auf 3, ist die Behauptung richtig oder ist sie falsch? Sind Behauptungen aus dem Fußball überraschenderweise. Nein, weil ihr spielt gegeneinander. Aha! Ihr könnt euch schon beraten. Also ich mache nicht. So, erste Behauptung. Bei seinem ersten Einsatz für den FC Basel ist am Marco Streller ein Eigengoal unterlaufen. Ist das richtig oder falsch? Eure Daumen. 1, 2, 3. Kannst du dich noch erinnern? Bist du dabei gewesen? Ja, der Zubi hat einen voll zusammengeschissen. Gott verdammt nochmal, der Schönheit ist kaputt. Aber er hat sich wieder nachher das richtig geholt. Ja, ich noch entdeckt, dann früher oder später. Sicher. Aber ist als Debüt wahrscheinlich schon scheiße. Ja, das hat ihn auch recht mitgenommen. Er hat gedacht, shit, jetzt bekomme ich keine Chance mehr. Und ja, ja, ist ja klar als junger Spieler. Also jetzt gibt es keine Frage mehr, wo er einen Vorteil hat. Zweite Behauptung. Ja, keine europäische Liga hat in den letzten 10 Jahren prozentual einen so grossen Zuschaueranstieg zu verzeichnen gehabt wie die Schweizer Super League. Letzte 10 Jahre. Ist das richtig oder falsch? Eure Team 1, 2, 3. Ihr sagt, alles ist falsch und es ist auch falsch. Es gibt eine Liga, die ist noch besser, nämlich die polnische. Sonst ist die Schweiz auf Platz 2 von allen ersten Ligen. Die 2. Bundesliga ist noch vorne dran. Aber sonst ist es eigentlich erstaunlich. Obwohl FC Basel sein Stadion rückgebaut. Neue Stadien gebaut worden in den letzten 2 Jahren. Wir bleiben beim FC Basel. Samuel Inkum, ehemaliger Außenverteidiger vom FC Basel, hat sich in seiner Heimat einen Club gekauft und liegt als Spieler und Präsident in Personalunion momentan auf Meisterkurs. Richtig oder falsch? Wie heisst der Verein? Das Accra habe ich United. In seinem Heimatverein. Gut, 1, 2, 3. Richtig oder falsch? Alle sagen, es ist falsch. Es ist tatsächlich falsch. Er spielt. Ich bin in Bulgarien. Tatsächlich. Das ist etwa sein 250. Club in den letzten 3 Jahren. Ja, er spielt momentan beim zweitletzten von der bulgarischen Liga. Vierte Behauptung. Die Schweizer Nationalmannschaft hat einmal einen Captain gehabt, der gleichzeitig auch der bekannteste Schauspieler von unserem Land war. Ist das richtig oder falsch? 1, 2, 3. Das ist richtig. Wissen Sie wer? Ja. Du auch nicht? Von, der Hannes Schmidhauser, wo Uli der Knecht, Uli der Pächter und so gespielt hat. Geht? Ah ja, genau. Er hat vielleicht noch mit dir gespielt in den 40er Jahren oder so. Ja. Uli der Knecht haben wir schon gesehen, oder? Genau. Muss man. Letzte Behauptung. Der Christian Constantin war ja einmal aktiver gewesen. Als Goalie hat er 31 Mal in der Nationalliga angespielt, hat dabei genau nur 3 Mal gewonnen und hat ebenso viele gelbe Karten geholt. Ist das richtig oder falsch? 1, 2, 3. Es ist falsch, tatsächlich. Aber er hat ja in der Nationalliga angespielt. Wir schauen noch das Bild anschauen von Christian Constantin. Bitte als Goalie, haben wir das gerade parat? Mhm. Unglaublich sexy, oder? Schöner Schnauze. Schöner Schnauze, ist ein bisschen aus der Mode gekommen, leider. Ja, er hat bei Lugano gespielt und bei Xamax. Kann man das Resultat einblenden? Können wir, der Benni, das Resultat noch mal sehen. Da, du hast alle richtig gehabt. Mhm. Ich verstehe es auch nicht. Haben wir es gemacht, wie wir es gesagt haben, oder? Ja, ja, da sieht man mal, dass du wirklich deinen Namen SRF Fußball-Experte zu Recht trägst. Blindzuhen findet mal. Du wünschst natürlich auch etwas. Das 12 Lesebuch gibt es damals zu gewinnen mit der zeitlosen Geschichte aus dem 12. Da lernst du natürlich noch ganz viel mehr. Danke vielmals. Danke vielmals. The Soccer Lodge, presented by Raiffeisen. Every Monday at 7 p.m. on SportleHD.com and We Love Football.